Wo soll ich einen Bogen machen? Ach so, kommt ja eine neue Stadt dazu. Level nach Blau. Ja, das passt ja auch alles perfekt hier gerade. So. Der will direkt nach Grün. Dann machen wir ihm doch auch die Verbindung dahin. Und los mit dir. Und dahin. Und weil die noch mehr Schienen haben wollen und ich einfach noch ein bisschen Kohle übrig habe. So. Und er hat alle drei Ziele geschafft. Ja, egal. Der ist gerade in den falschen Hafen rein. Bahnhof. Falschen Bahnhof. Kommt jetzt wieder raus? Gut, dass es dafür gerade keine Punkte gibt. Genau, man kann Züge anhalten, man kann sie zurücksetzen. Aber irgendwann ist es dann auch zu spät und fährt einfach im falschen Bahnhof rein. Ja, wenn man da nicht drauf achtet, genau. Das geht schneller, als man gucken kann. Das passt. Das passt auch. Ja, ich brauche keine Züge mehr kaufen. Ich kann das jetzt ganz ruhig angehen. Ich muss nur noch gucken, dass ich nichts kaputt mache. Du kannst doch einfach alles oben auf 2 stellen, dass es schneller geht. Achso, ja, das kann ich machen, richtig. Jetzt, wo ich die 3 Stempel gesichert habe. Weißt du, so Sims-Modus, einfach mal vorspielen. Schaffe ich das? Ja. Nein, das hättest du nicht geschafft. Ich glaube auch. So, fährt er richtig? Ja, der fährt richtig. Der will nach Blau. Der will nach Rot. Den schicke ich da lang. Da lang. Den schicke ich runter. Und da lang. Und da lang. Und du da lang. Ich mache mir gerade unnötig Stress. Aber egal. Na komm. Schiene. Schiene, Lila, was? Schiele. Achso, die muss ich Schiele. Ändern. Schiele, Schiele. Weiche, meine Gott. Schiele, Schiele im Hafen. Was willst du doch mit Hafen? Deswegen habe ich es doch gesagt, weil du statt Schiene, Schiele gesagt hast und ich gerade eben statt Bahnhof, Hafen. Ja, yeah, wir haben die 3 Stempels. So sieht's aus. Gern geschehen. Ja, und dann haben wir da versagt und haben nur 2 Stempel, weil wir das Ziel irgendwas nicht hatten. Lass nicht zu, dass ein Zug den falschen Bahnhof einfährt. Ja, genau, also. Das haben wir nicht geschafft. Aber okay. Ich weiß nicht, ob man jetzt die anderen Ziele auch noch schaffen muss oder ob es reicht, dieses eine nicht zu. Dieses eine zu schaffen. Weißt du, wie ich meine? Nee, man muss komplett von vorne beginnen. Aber die anderen waren schon grün markiert. Guck, die sind auch schon. Ah, nee. Doch, eigentlich schon. Nee, das ist wegen Zugunglücke vermeiden. Und 120.000. Wir werden es ja sehen, wenn du die 120.000 nicht schaffst, aber jeden Bahnhof richtig ansteuerst, werden wir ja sehen, ob das funktioniert. Ah, das war auch ein echt schwieriges Level. Ja, weil es halt einfach so, ne? Es ist scheiße. Ja, weil halt oben ist halt dieser blöde Vulkan. Ja, und dann kannst du auch nicht über dieses Gebirge hier, sondern du musst außen rum und... Ja. Weil der Anfang ist immer schön entspannt, ne? Und dann irgendwann rastet das Spiel einfach aus. Oder der Spieler selbst. So, grün ist dazu gekommen. Nein, das hättest du so machen können. Jetzt musst du nur... Nee, das geht so nicht. Genau, so kannst du es machen. Das geht auch. Da wird's blau. Kannst du auch direkt hinterher. Schick gleich raus. Schick los. Bis der aus dem Bahnhof ist. Ist eine schon lange drin. Der ist halt echt ohne Mist. Der macht Druck und dann verkacke ich. Das war wirklich bei der Aufnahme. Wir haben uns richtig geschlagen. Also in der letzten. Aber in dem letzten Ding, ne, da saßen wir beide wirklich davor. Der will nach da, der muss nach da, der muss nach da. Und wir haben uns so krass konzentriert, um möglichst viele Punkte zu kriegen. Das war echt richtig übel. Ja, das war hart. Es war halt dann echt irgendwann richtig schwer. Hey, zweite Brücke.
So? Das geht, ja. Der will nach Rot. Schon ziemlich lange. Den kannst du jetzt auch unten rumschicken. Und der will nach Blau, den kannst du oben rumschicken. Der will auch nach Rot. Das kannst du jetzt nicht machen. Geht alles. Man muss nur wollen. Richtig. Ja, wir haben aber schon ein Spiel von der Gamekiste November, was jetzt released wurde. Das wird dann am 1. November dann auch erscheinen. Wir versuchen es zumindest am 1. November dann hochzuladen, ne? Genau, da der liebe Yabu und ich in den Urlaub fahren, müssen wir ein bisschen vorarbeiten. Wird es ein wenig stressig. Aber was macht man nicht alles? Gelb ist dazu gekommen und Rot will nach Blau und Blau will nach Grün. Grün. Rot nach Blau, da musst du warten. Und das? Da will noch keiner irgendwo hin. Aber Grün will jetzt nach Gelb. Das geht übrigens noch gar nicht. Du musst hier noch so eine Runterverbindung machen. Ja, weil sonst kommst du von Grün nicht nach Gelb. So? Ne, von hier so runter einfach nur. Einmal schräg. Nein, nicht von der Weiche, sondern von dem grünen Feld. Genau. So, und jetzt kannst du nämlich von Gelb nach Grün und umgekehrt. Das muss dann so. Genau, genau. Und dann so. Und der das will nach Blau. Den musst du jetzt oben rumleiten. Ja, mache ich schon. Oh, und Gelb will nach Grün. Ach, scheiße, Lila ist dazu gekommen. Oh, will auch direkt nach Rot. Kannst du also auch sofort losschicken, wenn du die... Nee, du musst schräg anfangen. Ja. Genau, einmal so und einmal in die andere Richtung. Genau, und dann kannst du ihn direkt losschicken. Der will nur nach Rot. Nach Grün? Grün ist da oben. Der will nach Lila. Das heißt, du kannst den oben rumschicken, ohne Probleme. Ja, warte. Ja, das hättest du schon längst machen können. Ja! Da oben fährt der los. Stresst mich, ne? Blau. Der will nach Blau. Der will nach Blau. Was machst du? Den musst du anhalten. Den musst du anhalten. Was willst du von mir? Der los. Ja, du blockierst doch gerade. Der hier los. Sonst funktioniert das doch nicht. Ich weiß gar nicht, warum der losgefahren ist. Ist wieder so ein Autozug gewesen. Die noch. Und die noch. So, jetzt kannst du Grün losschicken. Weißt du, er fuchtelt einfach nur wild umher, bla bla. Ja, ich hab die ganze Zeit drauf gezeigt, aber du hast nicht reagiert. Meinst du, passiert wirklich was? Nach links. Ja, jetzt geht's. Und runter. Und Grün will nach Lila und Blau will nach Lila. Lila. Ich muss noch losschicken. Soll er kriegen und er will auch, dann schicke ich unten rum. Ne, unten rum geht nicht. Ich muss beide oben rum. Dann würde ich den Grün nochmal kurz anhalten. Stress. Aber den kannst du unten rumschicken. Der will nach Grün? Hm. Den schickst du einfach unten rum. Und dann hoch. Genau. So müsste es gehen. Genau, und der will nach Blau. Hm. Den schicke ich jetzt gleich los. Blau, blau, blau. Das passt blau. So. Und Gelb will nach Lila. Das passt gar nicht so, da muss er da runter. Ach so, stimmt, blau. Entschuldigung, ich war irgendwie gerade bei Grün. Der will nach Rot. Der wartet schon. Ist da hoch. Ja, ich muss jetzt nur den Zug reinfahren lassen.
schöner Lila. Kannst du direkt hochschicken. Das passt. Das passt. Okay, aber einen, da musst du erst nach oben. Den musst du erst nach oben schicken. Ja, genau. Ja, es wird schon ein bisschen leicht hektisch. Der will nach Orange, den kannst du einfach hochschicken. Der will nach Gelb, den kann ich hier unten runterschicken. Das passt doch dann alles. Und der will dann nach Blau, das mache ich dann, sobald der Orange nicht drin ist. Lila nach Orange und Rot nach Grün haben wir dann noch. Mach aber erst den oberen, weil der länger ist. Was ist da passiert? Da ist wohl ein Zug in den falschen Bahnhof rein. Wann denn? Wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen. Hä, die haben alles beachtet. Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Können wir eigentlich schon neu starten. Weil das ist der Erfolg, den wir haben wollten. Ja, ich habe doch aber alles aufgepasst. Ja, dann... Vielleicht ist das der eine Zug, der gerade eben, wo ich sagte, warum der denn auf einmal losfährt. Vielleicht war der im falschen Dingens, dass er dann wieder da rausgekommen ist aus dem Bahnhof. Ich weiß es nicht, ich möchte nicht mehr... Mach Neustart. Ja, dann musst du hier mit der Maus neu starten. Upsa, da. Okay. Probieren wir das Ganze einfach nochmal. Also mir wäre das jetzt auch nicht aufgefallen. Wenn es euch aufgefallen ist, schreibt doch bitte in die Kommentare, welcher Zug in welchem falschen Bahnhof eingefahren ist. Ja, ich glaube, ich gucke das aber auch meiner Aufnahme nach. Es war bestimmt der eine, der so komisch wieder auf einmal so rauskam aus dem Bahnhof. Aber dann ist die Frage, wer ist da, also von wo wollte der eigentlich hin? Den Anfang beschleunige ich jetzt mal etwas. Bis dann so der dritte Bahnhof kommt. So, da ist er nämlich. Du hast immer Angst, weil wir haben einmal gebaut und wir haben dann gerade Schienen verlegt und auf einmal ging der ganze Zug in der Explosion auf, ne? Ja. Einmal haben wir Schienen gebaut und dann bauen die sich erst mit der Zeit. Und dann ist er da draufgefahren und in die Luft gegangen. Und das bei einem der Spiele, wo es darum ging, keine Zugunglücke zu haben. Das war echt blöd. Ja. So, im Moment ist es ja noch ganz angenehm. Machen wir wieder zweifache Geschwindigkeit rein. So, jetzt haben wir auch unsere Brücke. Ja, ich mach das mal so. So, Level nach Grün. Hey. Das müsste eigentlich noch funktionieren. Es funktioniert nicht! Ich habe mich gerade selbst ausgeschaltet mit meiner... Ja, mach du. Mit meiner... Hauptsache, ich darf nur 2 Minuten spielen. Du spielst hier eine halbe Stunde und ich darf nur 2 Minuten spielen. Weißt du, wenn du so kacke spielst... Ja. Ah, habe ich mich gerade selbst mit dem... Ich mach mal eben ein bisschen schneller und dann war ich total... Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Oh. Und dann wird mir direkt hier die Steuerung aus der Hand gerissen. So lobe ich mir das. Ja, wir haben das so, wer tot ist, der, ne? Wer hat das gesagt? Habe ich hier in der Aufnahme, habe ich das nicht einmal gehört, dass wir einen Spielerwechsel machen, nur weil einer was kaputt macht. Er kriegt heute Abend kein Abendbrot, er muss halt ohne Abendbrot ins Bett gehen. Oh nein, Mama! Da wollen Züge losfahren. Du sollst halt losfahren, sonst fahren sie doch auch ohne mich los.
Da will direkt einer hinterher. Hardcore-Mode ist, wenn du das Spiel durchspielst, wenn du nur die Geschwindigkeit X4 benutzt. Ist jetzt? Nein, aber stell das mal vor, du spielst die ganze Zeit auf vierfacher Geschwindigkeit. Gehst doch immer kaputt bei. Grün will nach Gelb, Blau will nach Gelb, alle wollen nach Gelb. So, ich fahr mal hier weiter an. So, Gelb will nach Blau, Blau will nach Gelb, Grün fährt gerade los. Wo will Grün hin? Blau. Gelb fährt auch gerade los nach Blau. Aber das passt aber, das kannst du schaffen. Da oben kommt die nächste Stadt. So, Lila fährt nach Rot los. Der will nach Blau. Da unten fährt was jetzt nach Gelb. Ich hab... Boah, der war richtig schnell da unten, der Zug. Sechste Stadt. Gelb fährt jetzt gleich nach Lila. Oder auch nicht nach Lila. Tschüss! Warte, wo will der hin? Nach Lila! Der will nach Grün, warte. Rot will nach Grün? Ja, wenn du so kack gespielt, dann kann ich dann. Jetzt, guck mal, da kommt der nächste entgegen. Falscher Bahnhof. Fast verkackt. Perfekte Scheiße, Mann! Alles geht in die Luft, alles geht kaputt. Okay, so, jetzt mache ich es aber anständig hier. Jetzt gewinnen wir das Spiel mit dem Stempel. So, dann fahren wir nach Blau. Ach ja, das war gerade herrlich, wie einfach alle Züge auf einmal von alleine losgefahren sind. Ohne darauf zu achten, was du eigentlich gerade willst. Das war witzig. Bist du eine Schadenfroh, du Arsch? Ja, das bin ich in der Tat. Rot kannst du losschicken, komm. Nee, Rot war vorher. Grün! Ja, Rot. Ich weiß, den mach ich zuerst. Sonst fahren die mir hier alle automatisch wieder los. Wie bei jemandem anderen gerade eben. Box mich nicht. Ich verprügel dich gleich. Das müsste eigentlich passen. wenn nicht, halte ich den an. Aber das passt. Du musst die Schiene wieder verstellen. Rot, Grün will nach Rot. So. Komm, kauf mir Züge. Nee, das ist hier kein Achievement dafür.